Guten Morgen nochmal, liebe Zuschauer. Für alle die, die heute Morgen nicht beim JFD Devisenradar zugeschaut haben, zum jetzigen JFD Live Trading TV am Montag, dem 13. April. Wir wollen den Fokus auf den DAX richten, nachdem dieser am Freitag geradezu in Glanzleistung weiter empor schoss, hierbei das Level von 12.400 Punkten ins Visier nahm und jetzt weiterhin mit einer äußerst bullischen, ja, Stärke daherkommt. Wir wissen alle, dass der DAX saisonal, das haben wir in den vergangenen Sendungen immer wieder gezeigt, natürlich saisonal im absoluten Höhenflug verweilt. Das heißt, die nächsten Handelstage, Wochen bis in den Mai hinein, auch bis in den Sommer könnten hier durchaus mit weiter steigenden, anziehenden Notierungen gekennzeichnet sein. Just heute hier Euro-US-Dollar gerade mit neuem Tagestief. Wir sehen auch hier diese Korrelation steigender DAX, fallender Euro-US-Dollar. Für den heutigen Tag sieht so aus, dass der Euro hier nicht weiter nach oben will, vielmehr gen Süden. Und das dürfte den DAX eigentlich weiter beflügeln. Aktuell noch ein bisschen in Haltestellung. Er scheint hier noch den Impuls vom Freitag zu verschnaufen. Darum schauen wir uns jetzt mal hier den Stundenchart an. Hier die Tendenzen, jawohl, dass es im Prinzip während der Abendsession im US-Markt seitwärts auf hohem Niveau geht, erfüllte sich. Stärkere Rücksätze ergaben sich nicht. Deswegen nehmen wir mal hier die Tendenzpfeile raus und tätigen für heute eben im Sinne der Key Levels eine neue Marke, beziehungsweise skizzieren hier viel mehr neue Marken. Und zwar die Fibonacci Levels nehmen wir auch mal raus, älterer Natur. Lässt sich hier im Stundenchart kurzfristig in diesem Bereich hier einen Support klassifizieren. Das heißt, oberhalb dessen ist der DAX hier weiterhin in einem bullischen Fahrwasser. Die Bestätigung dieser zwei Kerzen, die eine endet in wenigen Minuten. Hier die Hammerkerze von der Vorstunde hier oberhalb des Niveaus von rund 12.335 Punkten erweckt durchaus positive Impulse. Und oberhalb dieses Level darf davon ausgegangen werden, dass der DAX hier weiter anzieht. Alternativ, und das wäre dann Plan B, wenn wir dieses Level unterschreiten, könnte es hier zurücksetzern zum Wochenpivotpunkt bei 12.221 Punkten kommen. Das wäre dann definitiv die mögliche Alternation für den Fall, dass der DAX eben jetzt hier nicht weiter nach oben schießt, beziehungsweise hier diese Tendenzen weiter ausbaut. Faktisch haben wir heute aber auch, schauen wir uns kurz die News an, hier einen Tag mit wenig Bewegungen. Also grundsätzlich dürften hier, wenn es keine technischen Impulse gibt, ja, von der Newsseite keine weiteren Effekte kommen. Das heißt, der Markt ist hier heute überwiegend technisch orientiert und der Montag ja auch häufig dafür bekannt, dass es eher ein Findungstag ist. Deswegen wäre Worst Case für heute nach diesem marginalen Auftakt hier sozusagen die Nulllinie, also eine Seitwärtslinie, das zu präferieren, das Szenario, welches ich jetzt hier nicht so darstellen möchte. Insofern kann sich hier eine Seitwärtsrange eröffnen oberhalb von 12.400 Punkten wäre dann dennoch die Marke von 12.450 Schrägstrich 12.561 zu nennen. Das scheint mir aber für den heutigen Tag fast schon ein Stück weit zu hoch. Dennoch, oberhalb von 12.335 Punkten ist Schrägstrich bleibt die Lage bullisch. Und das können wir hier auch im Stundenchart in der 24-Stunden-JFD-Indikation durch diese Dreiecksformation jetzt mal hier skizzieren. Diese sich öffnende. Und das spricht im Prinzip dafür, dass der DAX durchaus Tendenzen hat, weiter nach oben zu ziehen. Kritischer in Anführungszeichen wäre es auch mit einem weiteren Wochenverlauf. Und da zoomen wir uns jetzt mal ein Stück wieder zurück. Wenn wir hier diese Aufwärtstrendlinie seit Anfang des Monats durchbrechen, hier auf Stundenbasis, diese hat sich hier durchaus als Unterstützung erwiesen während der Vorwoche. Und das wäre eben genau der Knackpunkt hier in diesem Supportbereich. Wochenpivotpunkt 12.221. Wenn wir darunter gehen, dann müsste man davon ausgehen, dass man hier nochmal ein Stück weit tiefere Preise sieht in Richtung 12.000. Dafür fehlt mir aber augenblicklich die Fantasie. Dennoch wäre das unterhalb von 12.021 Punkten das dann wohl wahrscheinliche Szenario. Sprich, dann dürfte es nochmal rund 200 Punkte gen Süden gehen. Aber der DAX ist aktuell wieder bullisch. Die Verluste bzw. die Rücksätze, die Gewinnmitnahmen werden just wieder gekauft. Und insofern gibt es hier keinen Grund, an dem bullischen Szenario nicht festzuhalten. Gehen wir kurz in den Tagesschart noch. Da sehen wir, dass wir hier die Tendenz aus der vergangenen Woche hier in Form dieses schematisch dargestellten blauen Pfeils ganz gut erwischt haben. Es geht, wie gesagt, immer weiter gen Norden. Irgendwann wird wahrscheinlich ein Ziel erreicht sein. Wir legen uns jetzt mal hier das 261er Level nochmal rein, anhand der Fibonacci Retracements auf Tagesbasis.
Da sehen wir dann hier schon exorbitante Niveaus, die in Richtung 12.000, 13.700 Punkte abzielen. Augenblicklich noch viel zu weit weg, aber anhand dieser Schulterkopf-Schulter-Formation, die wir hier gesehen haben im vergangenen Jahr, im Sinne des August-Tiefs, Oktober-Tief, dann hier Bewegungen vom Dezember, ließ sich hier eine inverse SKS darstellen und die haben wir hier mit Fibonacci eingefangen und die Projektion, Sie sehen es nach oben projiziert, würden im Prinzip oder wurden oder versprachen zumindest erstmal hier diese Niveaus, die bereits erreicht wurden, 11.350, 11.150, 11.200, genau diese Niveaus waren schon relativ lange hier im Chart ersichtlich, wurden abgearbeitet, jetzt erheben wir uns darüber hinaus und als nächstes müsste man hier, man kann schon fast sagen mittelfristig, aber bei den heutigen Zeiten kann das auch schneller passieren, dann eben durchaus mit weiteren Hochs rechnen, die dann hier in der Region von 13.700 Punkten liegen. Der Weg bis dahin ist jetzt durchaus aus aktueller Sicht viel zu weit weg. Insofern würde ich dann nochmal drauf mich berufen, in den kommenden Tagen den DAX hier nochmal im Detail auf Tagesbasis nochmal spezieller zu analysieren, um hier praktisch neben dem größeren Level hier die kurzfristigen Ziele zu erspähen. Hier mit dem Blick auf den Wochenpivot, der sich hier auch im Stundenchart schon darstellte, bei 12.221 Punkten sieht man hier die abgetragenen Resistance Levels. Und das sind immer sehr gute Anhaltspunkte, um zu sagen, okay, das wären hier für die laufende Woche die Widerstände auf der Oberseite. Ich zeige es Ihnen mal kurz im Tagesschart, dann holen wir uns nämlich die Marker mal rein. Und da sehen Sie die entsprechenden Niveaus, die rein anhand der Pivotpunkte abgeleitet erstrebenswert sind. Das wären 12.562, wie Sie sehen, 12.740 rund. Das wäre Resistance Level 1 und 2. Und im Ausdehnungsfall erreichen wir dann sogar Resistance Level 3. Also hier praktisch aus der Vorwoche die abgeleiteten Widerstandsniveaus auf der Oberseite. Und das wären dann hier Niveaus tatsächlich oberhalb von 13.000 Punkten. Bleibt spannend, liebe Zuschauer. In dem Kontext sage ich jetzt erstmal danke fürs Einschalten. Und nachher gibt es noch ein kleines Stream-Update, gegebenenfalls zum DAX oder einer interessanten DAX-Aktie. Ich sage jetzt erstmal danke fürs Einschalten und wünsche Ihnen jetzt noch einen erfolgreichen Auftakt in die neue Woche. Bis dahin, Ihr Christian Kämmerer.